What up, blood? Fuck's this crib, man. Florian, schon wieder bist du ausgerutscht auf meiner Blutbahn. Schon ist eindeutig, dass du 2016 erstmals auf den Upload-Button gerutscht kamst. YouTube lag im Schock, denn auf Florians Videos hatte wirklich zu diesem Zeitpunkt niemand Bock. Denn jeder wusste ab diesem Moment, dass deine Videos scheiße sind. Peinlicher Shit, schon seit 2016 suchst du den Hype und gibst einen Fick auf deinen Fortschritt. Denkst du wirklich, du hast Qualität? Bis 2018 brachtest du Handyvideos, dies war schon lange nicht mehr die Normalität. 27 April, 6 verlorene Stunden, Florian FVM erstmals in Fortnite reingefunden. Anarchiak ist der Landesport, das die Depot, dann auch schon wieder der Ending-Spot. Sie versuchten alles, um zu überleben, doch dann waren sie von zwei einfachen Gegnern umgeben. 6 Stunden Team und nicht einen epischen Sieg, muss wirklich sagen, war schon damals nicht anders in der Fortnite-szenischen Champions League. Bis 2019 warst du mir egal, brachtest Fortnite-Content und gingst damit nicht einmal viral. Aber zwischendurch Apex für den gewissen Hype, das ist natürlich ideal. Anderes Thema, neues Beuteschema. Denkst du wirklich, für deine Schafe interessiert sich jemand? Verdammt, Mann, ich verspeise diese Schweine. Und wenn es sein muss, verpasse ich dir eine. Bruder, merk dir diese Zeile. Poorly matched friends. 25. Mai, schlimmster Tag in der Geschichte. Die GTA-Community traf auf tausende Berichte. Es wurde ein Video entdeckt von einem gewissen YouTuber. Eigentlich möchte ich verzichten, aber damit muss ich mich jetzt an die Leute richten. Ey, schämst du dich nicht? Du warst Fortnite-YouTuber bis dato, aber siehst den Hype in GTA, das ist schon ziemlich babo. Du bist peinlich, du spaßt. Frag dich mal, wieso Adrian dich nicht mag. Er überwacht deinen Stream schon seit dem ersten Tag. 21. September, wieder mal eine armselige Stunde. Ein Gedicht gegen einen armen Zuschauer war einer meiner Funde. Eine Minute Spieldauer, AK verschwendete Zeit meiner Lebensdauer. 1. Dezember versuchte er es tatsächlich mit Money Glitches. Peinlicher Shit, ich hoffe Rockstar Games reagiert darauf mit einem Permaban für dich, Kid. Wenn ich will, hast du GTA-Verbot, so wie Johnny Pirus. Sehen wir mal darüber hinweg, scheiß mal auf die ganzen Disrespects. 20. Dezember macht er ein Video für die etwas ärmere Gesellschaft. Geht er online ohne PS Plus spielen und verkauft das dann auch noch glaubhaft. Für dieses Video verpasse ich dir eine Faust. Ich hoffe, dass du Pisser dich nie wieder so etwas traust. So viel zu 2019, es war ein scheiß Jahr. Doch 2020 schlimmer wird, war für mich nicht absehbar. Ey, 2. Januar klaut er endgültig meine Ideen. Der kleine Florian sieht, dass bei mir die Eventwochen abgehen. Deshalb gar nicht lange überlegt. Scheiß drauf, ob es ihn aufregt. Und drauf auf den Hype, Konkurrenz seit Tag 1. So nabst du mein Fundament und dabei hattest du nicht mal Talent. Was denkst du, wer du bist? Ich chill im Cabrio und Jamiro gar nicht so. Das ist das alles am Intro. Ich mache den Crip Dance und chille mit deinen nicht vorhandenen Fans und klau dir deinen klauten Bands. Jamiro wollte Alk, wieso weiß ich nicht. Ich gab ihm 8 Kilo und kaufte mir die Kripo. Schließlich fuhren sie vor ein Mercedes.